Ich habe noch mal aufgeschrieben mir das Thema. Wie sieht's eigentlich aus mit Eltern und YouTube? Also wenn man jetzt YouTube macht, ne? Ist es natürlich immer so eine Sache, ja, was sagen die Leute dazu im Umkreis? Also einerseits die Freunde und so und andererseits natürlich die Familie, also Geschwister, Eltern, bla bla bla. Und ja, bei mir ist es so, meine Eltern wissen das nicht, dass ich das aufnehme, weil ich meistens aufnehme, wenn die eh nicht da sind. Und ja, deswegen, die wissen das irgendwie nicht. Ist natürlich auch ein bisschen traurig, wenn ich jetzt hier schon so lange dabei bin und dann wissen die das noch nicht mal. Naja, irgendwann wollte ich es denen nochmal sagen, aber ich warte immer auf die richtige Gelegenheit und die ist noch nicht gekommen. Und ja, deswegen, wenn du dann auch so sagst, ja, ich mache so seit 2 Jahren YouTube oder so. Also die wissen schon, ja, ich habe denen damals schon mal meine Let's Plays gezeigt, aber die wissen halt nicht, dass ich das hochlade und alles. Und bei anderen Leuten ist halt immer so, da juckt's die Eltern auch nicht so, weißt du, denen ist das egal. Die fragen da nicht irgendwie nach, außer man hat so coole Eltern wie AwaifHD. Bei dem macht manchmal der Vater immer mit bei dem, bei so einem Lachflash oder Witzevolk oder was. Finde ich auch ganz cool. Aber ja, bei mir, ich denke mal, meine Eltern würden das nicht so sehen. Die würden dann eher so ein bisschen kritisch darauf gucken, weil es ist ja jetzt auch nicht so ein Hobby, was jetzt so alt ist oder was so ein klassisches Hobby, sag ich mal. Ist ja ein relativ neues Hobby. Jeder Dritte macht YouTube. Und ja. Deswegen, naja, es wurde noch nicht so richtig angekannt halt, anerkannt. Später wird das wahrscheinlich ganz normal sein, ne? So im Internet halt Videos zu machen, wenn es dann auch nicht mehr YouTube ist, sondern irgendwas anderes. Vielleicht Clipfish, keine Ahnung, was weiß ich, oder Vimeo oder MyVideo, was da alles gibt. Gibt's ja mega viele Plattformen, oder Dailymotion gibt's auch noch. Gibt's ja auch noch. Wo Gronkh damals auch hochgeladen hat. Würde mich mal interessieren, ob da seine heutigen Folgen auch noch da hochlädt. Das wäre mal witzig. Aber ich glaube, da lädt die wirklich nur noch auf YouTube hoch. Früher hatte die wirklich immer noch auf MyVideo und so hochgeladen. Ich glaube sogar 2013 noch. Früher hatte ich immer gedacht, das hat er nur 2011 oder so gemacht, dann hat er aufgehört, aber der hat wirklich bis 2013 noch die Videos immer entsprechend auf den Plattformen noch hochgeladen, auf den anderen. Und das muss mega mühselig sein. Und schon wieder Diamanten, schön. So. Ja, muss mega mühselig sein, halt seine Videos auf 1000 Plattformen zu posten und die dann hochzuladen, alles und bla bla bla, dauert halt ewig. Vor allem in der Qualität noch. Ich denke mal, der hat dann halt auch da wirklich nur 720p gemacht statt 1080. Na. So. Brauche ich ja 1000 Versuche. Alter, schon wieder Diamanten. Wie geil ist das denn? So. Ich glaube, ich muss mein Jetpack mal ausziehen. Warte. Hier mal schnell zugebaut und dann bauen wir mal hier ab. Komm. Nein! Oh! Alter, wie knapp war das denn bitte? Jetzt haben wir 16 Diamanten. Geil. Also wenn das so weitergeht, dann braucht man nicht mehr lange suchen. Aber naja, wir fahren immer weiter, weil wir haben halt noch ein paar Themen. Hab mir heute echt wieder viele Themen rausgesucht. Ich war auch erstaunt, wo ich die Liste gemacht habe, dass ich da so viele zusammengekriegt habe wieder, Alter. Also manchmal fallen mir die Themen immer gut ein. Ist auch immer so, wenn ich schwimmen gehe zum Beispiel. Ich gehe immer schwimmen manchmal. Also in der Regel einmal pro Woche. Und da fallen mir auch manchmal so Themen ein. Ich weiß nicht. Immer wenn man so unterwegs ist, mal ein bisschen was macht. Dann fallen einem Themen ein, die man mal im Let's Play ansprechen könnte. Ist ganz chillig eigentlich. Da freue ich mich auf jeden Fall immer, wenn mir da ein Einfall kommt, weil ich bin meistens immer so unkreativ, so was das angeht. Ja, kann man noch was zu Eltern auf YouTube sagen? Die Eltern stehen halt wirklich nicht immer zu hundertprozentig dahinter. Und auch Klassenkameraden müssen nicht immer dahinter stehen. Die denken sich halt dann, wenn es Leute sind, die jetzt sagen, ja, es ist halt so ein Hobby, das noch nicht etabliert ist, so weißt du. Es ist kein klassisches Hobby.
Und da können dann halt auch die Kumpels und so sagen, nee, das wäre jetzt nichts für mich und lass den mal machen. Juckt mich nicht, was er da macht. Weißt du, das gibt's auch oft. Höre ich auf jeden Fall oft. Und ist natürlich dann ein bisschen schade, dass sie dann das so scheiße sehen, aber naja, lässt sich auch nicht ändern. Ist natürlich auch nicht in allen Fällen so. In manchen Klassen gibt's dann halt auch irgendwie zwei, drei Leute, die sich zusammentun, die dann irgendwie die Homies sind und dann zusammen einen Kanal machen und dann noch drei Videos sagen, nee, ist nix für uns. Gibt's auch oft. Das finde ich immer ein bisschen schade. Aber naja. Kann man nix machen. So. Ja, zum Thema Geschwistern auf YouTube. Ich selber habe keine Geschwister. Ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich kenne ein paar Leute, die Geschwister haben auf YouTube. Also sogar kleine Geschwister, die zum Teil zum Beispiel jetzt. Also ich kenne da jemanden, der zockt halt immer Minecraft auf seinem Kanal. Und da wollte der kleine Bruder von dem halt auch das noch 4 Jahre oder so. Und der wollte halt auch immer Minecraft zocken. Wäre halt mal lustig, wenn die zusammen ein Video machen, aber ich glaube, in dem Alter kann man noch nicht selber entscheiden, ob man auf YouTube sich preisgeben will. Ja, würde ich dann auch nicht machen. Ich denke mal, wenn ich einen kleinen Bruder hätte, ich würde den auch nicht mit reinnehmen, weil es halt auch ein bisschen peinlich ist. Ja, bei größeren Geschwistern, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie, ich bin jetzt 15 und mein Bruder ist 18 oder 19. Was die dazu sagen würden, ja, ich denke mal, die würden das ganz cool finden, wenn die sich ein bisschen damit auskennen. Vielleicht leitet man die dann auch so ein bisschen auf die Richtung, dass sie dann mal öfter aktiv sind oder so. Wäre auf jeden Fall lustig. Oh, hast dich hier versteckt, hä? Ah, ich habe kein Schwert, scheiße. Muss man mal ein neues machen. Da gehe ich mal runter. Hier in die Nische und machen wir mal eins. Ah, hier haben wir noch die Werkbank. Tschüss. Dann mache ich mir mein Schwert. Aber ich habe gar nicht mehr die komischen Steine. Die muss ich mal suchen. Also hier das Eisen in dem Ofen, was ich letztens gebraten habe. Da muss ich nochmal hingehen. Ich glaube, von hier war das, ne? Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube. Nein, 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 nein. Schnell ins Wasser. Geh weg. Ne, das war doch nicht hier. Wo waren das? Alter, geil. Hier, guck mal. So viele Experience-Büsche. Richtig nice. Ohne Witz. Muss ich zwei Sachen rauswerfen. Einmal nehme ich natürlich den Stein. Und einmal nehme ich, Copper. Tin. Können wir beides gebrauchen? Nochmal Stein. Komm. Warte, so. Mann. Ja, ich hatte gerade noch eine Idee, was ich ansprechen hätte können, aber ist mir leider gerade entfallen. Deswegen muss ich das Thema doch nochmal sein lassen. An dieser Stelle. Ja, halt Eltern auf YouTube ist immer so eine Sache. Ich hab's meinen Eltern noch nicht gesagt. Man hat dadurch auch halt seine Ruhe. Man, die fragen nicht so oft, weißt du. Ist aber ein bisschen blöd, wenn du halt die ganze Zeit den Rechner laufen lässt, weil du hochladen willst. Und dann sagen sie immer, ja, mach doch mal aus, mach doch nicht meinen Rechner an. Das ist immer scheiße dann. Ah, naja. Müssen wir mit leben. Hat auch Vorteile, wie gesagt, und ja. So, zu Geschwistern auf YouTube. Ich muss noch mal ganz kurz durchgehen. Geschwister hatte ich alles gesagt eigentlich, kann halt ganz cool sein. Bei kleineren Geschwistern, genau, das wollte ich nochmal sagen, die jetzt zum Beispiel nur 2, 3 Jahre jünger sind als du, zum Beispiel jetzt von Spark of Phoenix, der kleinere Bruder, der ist irgendwie 4 Jahre jünger als er, bei dem ist es halt auch so, den juckt's auch nicht so richtig, was er da macht. Ja, bei kleineren Geschwistern ist es halt auch wirklich so, die gucken dann halt nicht danach, aber die großen Geschwister, die sind ja schon immer dazu da, so ein bisschen drauf aufzupassen, was die kleineren Geschwister so machen. Und die kümmern sich dann halt auch ein bisschen darum und denken dann so, ja, cool, was du da machst, und unterstützen dann vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Wie auch immer.
Oder so wie die Let's Player-Brüder, Debitor, Sipst und German Let's Play. Ist ja auch so eine Sache. Aber die sind halt schon erwachsen. Es geht ja halt mehr darum, wenn man halt noch nicht erwachsen ist unbedingt. Huch, außer bei Spark of Phoenix, der ist halt schon erwachsen. Oh scheiße, ich werde sterben. Ich. Scheiße! Und ich bin neben der Lava gestorben. Scheiße! Was sucht der Affe hier im Zimmer, Alter? Ja, ich denke mal, die Aufregung gerade war noch für die letzten beiden Tode repräsentierend. Ja, ich keine Ahnung, was der Affe jetzt hier wollte. Da ist irgendwas am Käfig ausgebüxt. Ich hab meinen Assistent Lingping gerade wieder dazu ein bisschen gebeten, den mal im Zaun zu halten. Zumindest bis ich dann fertig bin mit Aufnehmen. Also noch eine Dreiviertelstunde wird der Affe ja wieder rumtoben. Aber das ist nicht mein Problem, sondern das Problem von Lingping. Und ja, ich denke mal, ist ganz cool so, ne? So. Genug da Dummereien, Albereien. Oh, ich hoffe, ich habe das Diamanterz nicht verloren. Bitte nicht, Alter. Es war aber auch scheiße, Alter. Man konnte nicht mehr reagieren. Und bitte lass mich mein Jetpack nicht verloren haben. Ohne Witz. Das wäre das Dümmste. Jetpack und Diamanterz und die Spitzhacke, bitte. Alles andere ist eigentlich relativ egal. Alter, wie weit das aber auch schon wieder ist. Noch 700 Blöcke muss ich laufen jetzt. Übelst krass. Oh, komm, wisst ihr was? So. Reicht mir jetzt mit dem Scheiß. Ich kann leider hier nicht so oft gegen die Decke hüpfen, um halt schneller zu sein. Weil ich, sonst Probleme kriege. Wegen Hungerleiste und so. So, noch knapp 600 Blöcke. Sollte machbar sein. Na komm. Noch 509 Blöcke. Oh Mann, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Vier Dinger. Zack, zack. Na toll, ich brauche noch mehr Gravel. Ich hoffe, das Zeug despawnt da jetzt noch nicht. Na gut, 486 Blöcke, ich denke mal, das wird noch nicht geladen. Die Chunks. So. Na komm schon. Wir können uns jetzt hier keine Niederlagen leisten. Also, wenn ich jetzt mein Zeug verloren hätte oder so. Das wäre mega scheiße. Nein, Alter, warum? Warum wieder so ein scheiß Bug? Oh nee, Alter. Das ist doch die letzte Rotze. Ohne Witz. Nochmal neu rejoinen. Jetzt sind wir hier richtig. Ich hasse das, wenn einfach so ein Chunk nicht lädt. Boah, das ist mega scheiße. Und dann backt man da so fest, wisst ihr? Das ist übelst dumm. Alter, die Frame hat sich aber gerade richtig aufgehangen. Wow. Alter, nein! Nicht schon wieder sterben! Nein! Haben wir ja Wasser. Ich werde verbrennen. Ich gehe gerade mal auf Peaceful. Nein, bitte, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Damit sich die Leben regenerieren. Nein! Scheiße! Jetzt habe ich den Latest Death nicht mehr drin. Oh Junge! Verarsch mich doch nicht. Alter, ey. Ich nehme jetzt Blöcke mit, ohne Witz. Haben wir irgendwelche scheiß Erde oder so? Hier mal Erde. Na toll, und ich habe Hungerpunkte noch. Jetzt muss ich auch noch Essen mitnehmen. Jetzt übertreib doch mal nicht hier. Komm, guck, Chicken. Jetzt geh off, ey. Junge. Hab keine Zeit mehr.